Willkommen zum 17. Teil der Minecraft Forge Modding Tutorial Reihe. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure eigenen Erze in der Welt generieren lassen könnt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr bereits irgendeinen Block erstellt habt. Ich beispielsweise habe in meinem Block-Tutorial einen Amethyst-Block erstellt, den ich jetzt in diesem Video in der Welt generieren möchte. Falls ihr noch nicht wisst, wie man Blöcke erstellt oder wenn ihr noch gar keinen Block habt, könnt ihr euch gerne erstmal mein Block-Tutorial anschauen. Dann solltet ihr hier auch locker weiterkommen. Okay, fangen wir an. Wir gehen in irgendein Package. Und ja, ich habe mal mein Util-Package ausgesucht, weil ich da alle Sachen reinpacke, die jetzt vielleicht nicht zu Items und Blöcken gehören. Ja, einfach mal solche speziellen Sachen. Rechtsklick, New Class, und die nenne ich jetzt einfach mal Ore Generator für Erzgenerator. Ihr könnt das natürlich auch anders nennen, ganz wie ihr wollt. Und dann gehe ich auf Finish. So. Jetzt haben wir hier schon mal einen Erzgenerator, mit dem wir später dann irgendein Erz generieren lassen wollen. Bei dem irgendeinen wollen wir natürlich nicht bleiben. Wir wollen einen speziellen Block generieren. Und deswegen legen wir in dieser Klasse eine Variable an, die den Block speichert, den wir später generieren wollen. Ich schreibe also private, dann Block. Und zwar importieren von netMinecraftBlock. Und den Block nenne ich einfach Block. Also ja, relativ einfach. So, wenn ich jetzt diese Klasse instanziere, dann übergebe ich am besten gleich den Block. Also überschreibe ich den Konstruktor. So, und schreibe hier in diese Parameterliste einmal eine Blockvariable rein. Also, wenn wir jetzt hier einen neuen Erzgenerator erstellen, dann müssen wir automatisch immer einen Block mit angeben, den wir dann generieren wollen. Eigentlich gar nicht so schwierig. Jetzt müssen wir bloß noch unseren Block initialisieren mit dem neuen Block, den wir hier übergeben bekommen haben, und dann hätten wir es schon geschafft. Jetzt weiß der wenigstens schon mal, welchen Block wir generieren wollen. Aber das war ja wohl noch lang nicht alles. Wir gehen jetzt hinter den Klassennamen und schreiben Implements und dann iWorldGenerator. Und zwar von netMinecraftForge FML Common. Gibt es eigentlich nur einen, also in Java gibt es eh keinen, und ja, gibt es nur einen, also sollte es kein Problem sein. Und dann, ja, haben wir ihn implementiert. Da das ein Interface ist, müssen wir auch gleich mal eine Methode mit implementieren. Einfach hier mit dem Mauszeiger über den Klassennamen gehen und hier auf Add Unimplemented Methods drücken. So. Jetzt seht ihr, wir werden erstmal völlig überfordert von einer fetten Methode mit tausenden Parametern. Okay, so viele sind es vielleicht doch nicht, aber es scheint erstmal verwirrend. Ich mache hier mal einen Kommentar raus und schiebe die Parameter in eine Zeile. Und dann können wir uns das jetzt erstmal anschauen. Oder erstmal überlegen wir uns vielleicht, wo wir unseren Block generieren wollen. Es gibt dafür drei unterschiedliche Welten. Einmal gibt es den Nether, dann gibt es die normale Welt und es gibt die Endwelt, also da, wo der Enderdrache ist. Und jetzt kommt es halt darauf an, wo wir unseren Block generieren wollen. In der 1.8 beispielsweise ist ja der Quarzblock hinzugekommen, der Quarzerz, und das wird eben im Nether generiert. Aber ich denke, wir geben uns jetzt einfach mal damit zufrieden, den Block in der normalen Welt zu generieren. Also überprüfen wir erstmal, in welcher Dimension wir uns befinden. Das können wir machen mit Hilfe von diesem World-Objekt hier. Wir schreiben also if world.provider get dimension ID. Jetzt erholen wir uns also die Dimension, die aktuelle Dimension. Die ist eine ID, und wenn die 0 ist, dann befinden wir uns in der normalen Welt. Ja, genau. Und jetzt versuchen wir, den Block in dieser Welt zu generieren. Dazu schauen wir uns erstmal die Parameter an, die wir hier so bekommen haben. Einmal ein Random-Parameter für einen, ja, das ist eine Klasse, die Zufallswerte produzieren kann. Dann haben wir hier ein World-Objekt, also in welcher Welt wir uns befinden. Die letzten zwei Parameter sind eher unwichtig, die brauchen wir nicht. Aber was ganz wichtig ist, sind diese beiden Sachen hier. Einmal Chunk X und Chunk Z. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch schon mal was von Chunks gehört hat in Minecraft.
Man kann es hier sehr schön zeigen auf Gamepedia, Minecraft Gamepedia. Da sieht man sehr schön, wie ein so ein Chunk aussieht. Hier an der Seite. Ich mach mal ein bisschen größer vielleicht. Ah ja, okay, viel größer ist es auch nicht. Ja. Man sieht hier schön, der Chunk hat eine Größe von 16 mal 16. Ah ja, super, jetzt ist es noch größer, sehr schön. 16 mal 16 Blöcke, kann man hier gut erkennen. Und ja, geht von ganz unten bis nach ganz oben. Da ist sogar ein Spiel abgebildet, ja, sehr schön zu sehen. Das ist genau ein Chunk in Minecraft. Und diese beiden Parameter geben uns an, im wievielten Chunk auf der X-Achse und im wievielten Chunk auf der Z-Achse wir uns befinden. Da wir uns in einer 3D-Welt befinden, wird dieser halt eben in viele, viele Chunks unterteilt. Und hier ist der Chunk X und Chunk Z. Der x-te Chunk auf der, also, ne, was sage ich jetzt? Der x-te Chunk auf der X-Achse, ja, und der y-Chunk auf der Y-Achse eben. So, ein Chunk ist jetzt 16 Blöcke breit. Und 16 Blöcke lang. Und in diesem Chunk möchten wir jetzt versuchen, unser Erz zu generieren. Also zum Beispiel da, wo jetzt das Gold hier ist oder Kohle. Ja. Jetzt müssen wir dafür erstmal die Position von diesem Chunk in der Welt herausfinden, weil Chunk X und Chunk Z sind ja nur die. Ja, da ja ein Chunk 16 Blöcke groß ist, befindet sich der Chunk nicht bei Chunk X, Chunk Z, weil das ja, da ja ein Chunk 16 Blöcke breit ist. Und deswegen müssen wir Chunk X und Chunk Z mit 16 multiplizieren, damit wir die richtige Position haben, wo wir uns gerade wirklich befinden und nicht einfach nur den Chunk auf der X-Achse und den Chunk auf der Z-Achse. Also schreiben wir Chunk X mal gleich und dann 16. Also wir multiplizieren diesen Chunk mit 16. Und wir schreiben dann noch Chunk Z mal gleich 16. Und ja, machen hier genau dasselbe. Jetzt haben wir also schon mal die richtige Position von diesem Chunk in der Welt. Und nicht nur egal. Ihr wisst schon, denke ich, was ich meine. Und jetzt versuchen wir, den Block in diesem Chunk zu generieren. Dazu brauchen wir drei neue Variablen erstellen, die eine zufällige Position in diesem Chunk berechnen. Wie machen wir das? Wir schreiben erstmal int posx am besten, die x-Position von dem Block, und dann machen wir ist gleich Chunk x. Und jetzt, da wir wissen, dass ein Chunk 16 Blöcke breit ist, also 16 Blöcke breit auf der x-Achse sozusagen hat, müssen wir jetzt eine Zufallszahl zwischen 1 und 16 generieren, damit wir hier irgendeinen beliebigen Wert auf der x-Achse schon mal haben. Also schreiben wir Chunk plus, jetzt nehmen wir diese random Instance hier, random, und sagen next int. Und jetzt geben wir 16 an, da der Chunk ja 16 Blöcke breit ist und irgendein zufälliger Wert da drin generiert werden soll. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Y- und eine Z-Position. Wir machen jetzt erstmal mit der Z-Position weiter, weil die einfacher, also die sind praktisch genau dasselbe. Wir schreiben Chunk Z jetzt, nicht mehr Chunk X, und dann wieder plus random next int, wo haben wir es da, und da wieder 16 eingeben. Okay, jetzt benötigen wir noch die Y-Position. Jetzt kommt das, worauf wir uns erstmal festlegen müssen, und zwar, bis wohin unser Erz generiert werden soll, und zwar von unten ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es soll nur bis 20 generiert werden, dann wird es nur von da unten bis hier ungefähr generiert. Wenn ich sage zum Beispiel bis 64, dann wird es von hier unten bis circa hier kurz vor der Oberfläche generiert. Und genau das machen wir jetzt. Wir generieren einen Zufallswert, sagen wir mal zwischen 1 und 64, damit es hier irgendwo beliebig generiert werden kann. Also sagen wir int pos y gleich random next int, und zwar 64. So, das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen für den nächsten Schritt.
ja, leider noch nicht zu Ende. Wir erstellen erstmal eine neue Instanz von World Gen Mineable. Scheiß Name, Entschuldigung. Aber heißt halt so. Ich kürze es jetzt einfach mal WGM ab und mache gleich New World Gen Mineable. So. Wir nehmen den ersten Konstruktor und müssen hier zwei Parameter angeben. Erstmal möchte hier dieses Objekt einen Blockstate haben. Wir haben jetzt aber allerdings nur einen Block. Allerdings können wir uns von diesem Block ganz einfach den Blockstate holen, indem wir machen Block get default state. Und dann haben wir den ganz normalen Blockstatus uns geholt. Der zweite Parameter ist jetzt auch noch sehr wichtig. Und zwar gibt er an, wie viele Blöcke maximal in einer Erzader generiert werden soll. Bei Kohle ist es beispielsweise ein relativ hoher Wert, denn wenn man einmal Kohle findet, hat man vielleicht gleich 20, 30 Stück auf einmal, oder vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ungefähr in der Größenordnung. Und bei Diamant ist es halt immer so 1, 2, 3, also da ist sehr geringer Wert. Ich gebe jetzt einfach mal 10 ein, oder nee, machen wir 7, damit man den Block nachher auch gut findet. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, der uns das Ganze überhaupt in der Welt generiert. Und zwar schreiben wir jetzt wgm.generate. Hier müssen wir einmal das World-Objekt hier übergeben, dann den Zufallsobjekt und als dritten Parameter, was müssen wir da übergeben? Eine Position, wo sich der Block befinden soll, bei dem angefangen werden soll zu generieren. Und das bietet sich natürlich sehr an, weil wir schon drei Positionen gerade hier hingeschrieben haben. Da das hier aber einen Blockpos haben möchte, schreiben wir einfach New Blockpos und geben jetzt hier Pos X, Pos Y, Pos Z an. So. Okay. Jetzt wären wir also schon fast fertig. Allerdings muss ich euch leider sagen, wir sind es noch nicht, denn es gibt noch ein klitzekleines Problem. Diese Generate-Methode versucht nur, den Block zu generieren. Aber ob das wirklich passiert, ist immer noch nicht sicher. Denn es kann sein, dass da beispielsweise irgendein anderes Erz ist oder gerade eine Mine ist, weil es wird ja nicht einfach in der Mine irgendwo ein Erz generiert. Oder in einem Dungeon, da findet man normalerweise auch keine Eisenblöcke drin. Das heißt, es kann sein, dass diese Generate-Methode false zurückgibt und somit der Block nicht generiert wird. Wenn wir jetzt möchten, dass das ein bisschen sicherer wird, dass der Block irgendwo generiert wird, dann müssen wir einfach diese 5 Zeilen öfters durchlaufen als jetzt ein einziges Mal. Also, ihr markiert die am besten mal, Rechtsklick Copy oder auch Steuerung C, wie ihr wollt, und dann schreibt ihr for int i gleich 0, i kleiner 25, i plus plus. Und dann erkläre ich mal. Wir haben hier eine Vorschleife erstellt, die genau 25 Mal abläuft. Also wir initialisieren einen Wert, eine Variable mit 0, die nennen wir i. Und die erhöhen wir so lange um 1, bis i 25 oder größer ist. Also solange i kleiner ist, lassen wir die Schleife ablaufen. Und jedes Mal wird dann i um 1 erhöht. Das heißt, wir probieren jetzt 25 Mal den Code auszuführen, den wir jetzt einfach hier wieder reinkopieren. Einfach mit Paste oder mit Steuerung V. Und ja, denn jetzt ist es auch etwas sicherer, dass hier mal True zurückgegeben wird und dass es überhaupt generiert wird, das Erz in der Welt. Okay, das war's mit der Klasse. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen viel Gerede, aber ich möchte auch, dass ihr es versteht, für was die ganzen Werte hier stehen und nicht nur einfach irgendwelche Werte da angibt und dann denkt, ja, so habe ich es von ihm gelernt, so merke ich es mir einfach. Ich möchte halt auch, dass ihr was davon habt später. Okay, dann gehen wir jetzt in unsere Hauptklasse rein, denn wir müssen den World Generator noch registrieren, wie eigentlich fast jede Sache mit Minecraft Forge. Bei mir sieht es jetzt schon ein bisschen wirr aus in meiner Hauptklasse. Einfach ignorieren, und zwar gehen wir in die Init-Klasse. Init-Methode. Wo halt dieses Initialization-Event drin ist. Dort schreibe ich jetzt erstmal einen Kommentar drüber. World Generator.
Und jetzt registriere ich diesen World Generator. Erstmal eine Sache, die ich gleich mal jetzt klären möchte. Ihr müsst auf jeden Fall euren Block, den ihr generieren wollt, vor dem World Generator registrieren, weil sonst funktioniert es nicht. Weil ja, sonst arbeitet der World Generator mit einer Instanz, die 0 ist, und das wird dann, glaube ich, crashen oder überhaupt nicht funktionieren. Also immer aufpassen, dass der World Generator nach der Block Registry kommt. Also, wir holen uns mal wieder die Game Registry und schreiben Register World Generator. Jetzt müssen wir einmal hier eine neue Instanz von unserem Ord Generator angeben mit New Ord Generator und einfach jetzt unseren Block hier reinschreiben. In meinem Fall nehme ich jetzt hier Amethyst Ore. Hier müsst ihr übrigens die Block-Variable reinschreiben, die ihr in eurer Main-Klasse hier verwendet habt, und nicht irgendwie mit Blocks versuchen, an die Variable zu kommen, weil da ist sie sicher nicht drin. Also nehme ich hier mal mein Amethyst-Ore. So, jetzt gibt es aber hier noch einen zweiten Parameter. Einfach mal kurz erklärt, umso höher der Wert hier ist, umso später wird dieser World Generator verwendet. Also es kann schon sein, dass da vielleicht schon ein Eisenerz generiert wurde und dann wird es beispielsweise nicht mehr gemacht. Wenn wir jetzt aber hier 0 verwenden, dann drängeln wir uns praktisch vor die ganzen anderen World Generator und ja, drängeln uns vor die ganzen Erze, bekommen sozusagen VIP-Platz und können vor allen anderen Erzen versuchen, unser eigenes Erz zu generieren. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal 0. Genau, das war's eigentlich schon. Wir können das Ganze jetzt mal ausprobieren, indem ich Minecraft starte. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich gleich mal eine schöne Erzader finde. Das Video ist jetzt eh schon lang genug. Mal eine neue Welt. Zack. Jetzt haben wir es immer nur im Inventar gehabt, des Erzes. Sollen wir es doch auch mal unterirdisch finden können. Weil ich jetzt hier keine Höhle sehe, machen wir es mal einfach. Zack. Mal runterbauen. Noch habe ich nichts gesehen, aber das kann sich ja schnell ändern. Oh, jetzt sind wir schon ganz unten. Och je, ich hoffe, ich finde jetzt was. Ach, komm schon. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Ah, wunderbar. Ah, und das seht ihr auch schon. Hier wurde beispielsweise jetzt unser wunderschönes Amethysterz generiert in dieser Höhle. Und ihr seht schon, es ist hier... Upsala. Ja, das sind die ganzen Events, die ich mal reingeschrieben habe. Ihr seht, es wurde jetzt hier ziemlich nah aneinander generiert. Ich schau mal, wie viele das sind. 1, 2, 3. Okay, das waren jetzt relativ wenig. 1, 2, 3. Und 1, 2... Oh, nur 2. Ja, es ist irgendwie jetzt keine große Ausbeute, finde ich. Haben wir hier noch was? Haben wir hier nichts mehr? Lauter Creeper, aber kein einziges schönes Erz. Naja, ihr habt es ja jedenfalls schon gesehen, also ich denke, ihr solltet jetzt verstanden haben, wie das ganze Prinzip funktioniert. Wie immer, falls ihr Fragen habt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Und am besten auch euren Code zeigen, weil ohne Code kann ich oft nichts anfangen. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich, das nächste Mal. Ciao!